Herzlich willkommen bei Lebenskraft TV. Jeder von uns geht in seiner Freizeit sehr gerne in die Natur. Man sucht Erholung in der Natur, man geht in den Wald, man geht in irgendwelche Freizeitparks, man besucht irgendwelche Zoos, Tiere, wie auch immer. Wir wollen uns heute einfach mal unterhalten über das Leben in der Wildnis. Und der Titel der heutigen Sendung ist Ein Jahr in der Wildnis. Dazu habe ich zu Gast den Alexandros Tagaras und der Patrick Schönerstedt, heute auch mal bei mir im Studio zu Gast. Ja. Und wir wollen uns jetzt einfach mal unterhalten über dieses ganze Thema mit dieser Wildnis. Alexandros, was hat das Ganze für eine genaue Bedeutung, was hat es für einen Hintergrund? Wie ich schon erwähnt habe, geht ja jeder Mensch in seiner Freizeit sehr, sehr gerne in die Natur und sucht da Erholung. Ob das jetzt im Wald ist oder am Meer, man verbindet immer diese ganzen natürlichen Faktoren. Wir sind in normalen Häusern oder wir nennen es jetzt normal. Ja. Mhm. Eigentlich sind die normalen Häuser, die heute gebaut werden, Energiesparhäuser. Und Energiesparhäuser ist ein Nullenergiehaus, auch Nullenergie für den Körper. Das heißt, es entzieht der Kraft und. Das heißt, man geht ja immer wieder raus und lädt sich in der Natur eigentlich auf, weil man seine Lebensenergie wieder bekommt. Ja? Jeder kennt es in der Wohnung, oh, ich bin müde, ich bin träge. Du hast da eine Praktik gefunden, die du auch selbst erlebt hast und machst inzwischen auch Seminare, wo man das Ganze erleben kann, wie sich das so anfühlt, wenn man mal ein ganzes Jahr lang nur in der Natur und mit der Natur lebt. Mhm. Wie bist du dazu gekommen eigentlich? Das kam so dazu, ich hole ein bisschen aus. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, wo ich viel in der Natur war, habe das komplett verloren in meiner Jugend, bin dann auch nach München in die Stadt gezogen und habe eigentlich vergessen, dass es sowas wie Natur gibt. Habe da irgendwann wieder zurückgefunden durchs Joggen, Rauchen aufgehört, Ernährung umgestellt, all diese Dinge und habe mich gefragt, ob es da nicht irgendwo Menschen gibt, die einem mal beibringen können, wie man in der Natur eigentlich überlebt. Bin dann auf die Wildnisschule Chiemgau gestoßen, habe dort so einen Jahreszyklus mitgemacht mit 5 Blocks und es war ganz schön und nett, da trifft man sich immer. Habe dann gemerkt, boah, da gibt es noch mehr so komische Menschen wie ich, die einfach ja, eine andere Art von Kommunikation pflegen, gewisse Achtsamkeit mit der Natur um uns herum haben. Und bin dann zu meinem Wildnislehrer an einem Tag und habe ihn gefragt, gibt es eigentlich nichts, wo man so richtig draußen leben kann? Ich habe gemerkt, immer nur so ein Wochenende oder eine Woche, das war mir zu wenig. Das war so, ja, hast 4, 5 Tage und dann ja, geht wieder alles wie zuvor, ganz normal. Also ich war Elektroniker, habe gearbeitet und es war einfach nicht sonderlich erfüllend für mich. Und immer wenn ich da draußen war mit Leuten, da habe ich gemerkt, boah, da lebe ich, da ist irgendwie ist anders. Und da meinte er, da gibt es ein Programm in Amerika, in Wisconsin und diese Wildnisschule bietet an, dass man ein Jahr lang draußen leben kann. Mhm. Boah. Vom ersten Moment gleich Feuer und Flamme und ich habe gewusst, das werde ich machen. Habe dann aber noch mein Studium angefangen, das war Forstwirtschaft und das war so ein Kompromiss zwischen, ja, ich verfolge weiterhin meine Karriere und Natur, habe aber dann recht schnell gemerkt, durch diese wirtschaftlichen Aspekte haben diese Leute doch nochmal einen anderen Blick auf die Natur als ich und habe dann nach 2 Semestern mein Studium erfolgreich abgebrochen, wie ich so gern sage, um meinen Traum zu leben. Das, was du hier auf dem T-Shirt stehen hast, wirklich das zu tun, was ich von ganzem Herzen tun will, was mein Wesen ausdrücken will und nicht irgendeinen Kompromiss einzugehen, weil ich brauche ja mal eine gute Rente und ich muss so und so viel verdienen, muss eine Familie ernähren. Diese ganzen Konzepte, die ich irgendwann mal hatte, die, glaube ich, sehr gängig sind in unserer Gesellschaft. Mhm. Dann bin ich nach Amerika und habe dort ein Jahr lang draußen gelebt. Es war alles andere als so romantisch, wie sich manch einer vorstellen würde, dass die Indianer nur ums Feuer gehüpft sind und uns ging es gut. Man kommt definitiv in die Lage, dass man auch mal Hunger hat, dass einem kalt ist, soziale Konflikte treten auf. Und es ist nicht so wie in unserer Gesellschaft, wo man so leicht weglaufen kann. Du lebst dann da als Clan. Ja? Wir waren 25 Erwachsene und 17 Kinder, wie so ein Indianerstamm. Das war ein geführtes Programm, aber trotzdem waren wir auch sehr stark uns selbst überlassen. Und da merkt man doch ganz arg, oh, jetzt kommen die ganzen Muster von allen auf. Mhm. Erster Monat war noch so ein bisschen, ja, schön, wir sind Natur, ja, toll, dass du da bist, ne, so die Euphorie. Nach dem zweiten Monat merkt man dann schon, oh ja, jetzt kommen die Konflikte auf. Was dann? Ja? Die meisten Menschen sind es ja nicht mehr gewohnt. Ja. Man spricht immer von Single-Großstädten. Man lebt alleine. Diesen Sinn der Familie, der wird ja zerschlagen. Auch natürlich mit System, dass man das Ganze zerschlägt. Wie siehst du eigentlich diese Matrix, Patrick? Weil im Endeffekt
Wir sprechen ja immer von einer Matrix, die uns vorgegaukelt wird, dass irgendwas so sein muss. So wie ihr gerade erwähnt habt, mit der Rente. Wir haben im Kopf, wir müssen arbeiten, dass wir später im Alter was haben. Früher gab es ja sowas gar nicht. Warum nicht? Da gab es die Kinder, die Enkelkinder, die haben sich um dich gekümmert, wenn irgendwas war. Also habe ich keine Rente gebraucht in dem Sinne, sondern die Familie, dieser ganze Clan, ja, diese Gemeinschaft. Und die wird heute zerschlagen. Es wird teuer gemacht, dass die Menschen sehr, sehr wenig Kinder haben oder sich leisten können, besser gesagt. Wo die meisten sagen, ja, ein Kind, ja, vielleicht noch ein zweites, aber dann beim dritten, das ist schon sehr grenzwertig. Früher, wie viele Kinder gab es da? 10, 20 Kinder, das war eigentlich Standard. Aber die haben dann auch wieder Kinder gehabt. Das heißt, es war immer eine riesengroße Familie. Und diese große Familie gibt es ja heute gar nicht mehr. Wie siehst du diese Matrix oder diese Entwicklung davon? Ich glaube, dass man die Matrix eigentlich, wenn man es bei dem Begriff so bleibt, eigentlich erst nur erkennt, wenn man tatsächlich sich Zeit für sich selbst nimmt. Und erst dann erkennt, wie komplex eigentlich dieses System um uns drumherum eigentlich mittlerweile ist. Ob es jetzt gleich ein Jahr sein muss, ja, das ist sicherlich, das will sicherlich jeder mal ausprobieren, aber ich glaube, es reichen schon manchmal ein paar Stunden am Tag, ein paar Tage in der Woche, sich selbst einfach mal Zeit für sich zu nehmen, runterzukommen, zu sammeln, dass man dann erst überhaupt, wie gesagt, dieses gigantische Komplex der Matrix überhaupt erst mal erkennt, wie verflochten man da eigentlich drin ist. Und ja, erst über das darüber hinausgehen erkennt, dass es auch ohne möglich ist oder zum Großteil möglich ist, mal auf Handy verzichten, Technik verzichten, ja, und dass man auch über diesen Verzicht heraus eigentlich erkennt, dass man selbst jeden Morgen aufsteht, man atmet trotzdem noch, schlafen geht wunderbar. Also irgendwo scheint ja da gar kein Mangel da zu sein und man erkennt sich selbst buchstäblich und hat dann die Möglichkeit, auch, glaube ich, diese Matrix zu durchbrechen. Natürlich in optimalster Form abgeschottet über so ein Jahr, noch mit wildfremden Menschen, ist natürlich eine enorme Herausforderung. Wer sich die stellt, denke ich, kommt hinterher als neuer Mensch raus. Mhm. Hattet ihr in der Wildnis eigentlich einen Fernseher dabei? Fernseher haben wir nicht gehabt. Unser Fernseher sah so aus, dass wir zum Beispiel im Winter in einer Winterhütte waren, 3 Meter Durchmesser, 25 Leute, fast schon aufeinander gesessen, ein großes Feuer in der Mitte und einer erzählt eine Geschichte. Das ist Wildnisfernsehen. Smartphone dabei gehabt? Smartphone, auch keins dabei. Auch nicht? Niemand? Keine Technik, komplett gar nicht. Das ist Teil des Programms, das lässt man alles zu Hause. Jetzt muss man sich einfach mal in die Lage der Leute reinversetzen. Die meisten kommen ja ohne so eine Technik gar nicht mehr klar. Die haben ja Entzugserscheinungen. Ja? Mhm. Ich habe das mal erlebt beim Umzug, wo ich mit dazu geholfen habe. Das Erste, was gemacht wurde, der Fernseher wurde aufgestellt. Mhm. Das war das Erste. Ja. Und ich denke mal, dass das manche Leute ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ja? Kein Handy, kein Smartphone. Mhm. Ja, man sieht ja die Kinder die ganze Zeit, heute auch wieder auf dem Weg ins Studio, Schulklasse vorbeigegangen, alle Kinder so gegangen. Ja? Mhm. Das heißt, und auch die Glotze im Prinzip immer als zentraler Mittelpunkt. Genau. Eigentlich wie du schon sagtest, das Lagerfeuer. Ja, es wird ersetzt heutzutage im Prinzip durch dieses Medium. Mhm. Ja, der Hypnotiseur sozusagen in deinem Wohnzimmer immer schön zentral ausgerichtet. Die Couch ist zentral ausgerichtet darauf, dass die ganze Familie im Prinzip, ja, jeder seinen Teil davon abbekommt. Ne? Du hast eine sehr schöne Geschichte erzählt oder angefangen zum Erzählen. Und zwar das Thema Feuer. Mhm. Diese Kraft des Feuers. Müssen wir ein bisschen was dazu erzählen, wie das Erlebnis ist, wenn man jetzt einmal ein Jahr lang in der Wildnis lebt, der zentrale Punkt ist eigentlich das Lagerfeuer und nicht der Fernseher. Richtig, richtig. Und der große Unterschied ist eigentlich der, dass ein Fernseher Informationen gibt. Das heißt, ich bin danach voll. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber einfach nur, um festzustellen, was da passiert. Und ich merke es immer wieder bei Menschen, die gerade vorm Schlafen gehen, Fernseher schauen, du bist eigentlich voll. Irgendwo ist es schwieriger auch einzuschlafen teilweise. Und bei einem Lagerfeuer passiert eigentlich Folgendes, es wird Information aus dir rausgenommen. Du kommst zur Ruhe, du bist irgendwie mit diesem Wesen Feuer in Kontakt. Und ich merke das auch immer wieder, wenn ich Vorträge zum Thema Wildnisfamilie habe, wenn ich die draußen mache, am Lagerfeuer, ganz andere Stimmung. Die Vorträge mit Feuer, die Leute sind mit dem Fokus beim Feuer und hören anders zu. Nicht unbedingt nur auf der Ebene. Und das ist ganz schön zu beobachten. Und darüber hinaus, wenn man mal mit dem Feuer lebt, merkt man,
dass es auch survival-technisch einfach verschiedene Komponenten hat. Du kochst auf einmal am Feuer, du wärmst dich am Feuer. Das Feuer ist diese Magie jeden Abend. Das hat so viel lebensbereichernde Effekte und deswegen gehen wir heute einfach auch mit Leuten raus mit unserer Wildnisschule und sitzen mal wieder am Feuer. Mhm. Letztes Jahr hatten wir einen Kurs und da war ein Mann mit seinem Sohn, so ein Bogenbaukurs. Und er ist irgendwo in einer Firma, ich weiß nicht, war er Manager, auf jeden Fall irgendwo ein bisschen höher drin. Und er ist nur wegen seinem Sohn gekommen. Und nach diesen 3 Tagen Bogenbau und ein bisschen Feuer machen, sagt er, Mensch, das waren die schönsten 3 Tage seit 10 Jahren. Da habe ich gefragt, und warum? Ja, kann er sich nicht so richtig erklären, weil eigentlich sind wir ja nur am Feuer gesessen und haben geschnitzt. Und das ist genau diese Magie, die da passiert, wenn man mal sich wieder Zeit nimmt, draußen zu sein. Mhm. Ja. Aber zu sich finden. Ja. Hast du, Patrick, schon mal so irgendwas gemacht in der Richtung, so Wildnisaufenthalt? Außer vielleicht jetzt mal kurz zum Zelten oder so. Aber das macht man ja auch sehr gerne, ja. Mhm. Campingplätze und so weiter, das sind die Leute ja gerne. Wobei wir hatten ja ein Erlebnis, vielleicht erzählst es du mal, was wir oben an der Nordsee erlebt haben, so auf dem Campingplatz, wie das Verhalten der Menschen inzwischen ist. Komme ich vielleicht erst zu deiner ersten Frage. Also ich habe ja auch schon mal sowas wie ein Sabbatjahr gemacht, habe ich mir auch genommen, allerdings nicht in der Wildnis. Aber man kann es ähnlich beschreiben, ich bin von einer Kleinstadt in die Großstadt gezogen, also es war dann eher Großstadt-Wildnis. Mhm. Aber auch da bewusst ein Jahr einfach mal eine Pause gemacht. Das war genau der Umschwung, wo ich von meinem alten Job damals gesagt habe, mache ich nicht mehr und überlegt habe, was kommt jetzt noch. Und das Beste, was mir dazu eingefallen ist, okay, dann nehme ich einfach mal alle Sachen in Anspruch, die erstmal da sind und überlege mir erstmal überhaupt genau gründlich, was ich machen möchte. Möchte. Mhm. Also insofern kann ich das sehr gut nachempfinden, wie man Zeit für sich hat und es war auch sehr seltsam eigentlich. Ich hatte in der ganzen Zeit immer gesagt, okay, ich nutze das bis zum letzten Tag aus und so war es dann auch am Freitag sozusagen oder an einem Freitag ist sozusagen meine Zeit abgelaufen und am Montag war ich dann wieder in einem neuen Beruf und die ganze Jobsuche hat eine Woche gedauert, sodass ich wirklich ein Jahr Zeit hatte für mich, mit meinen Freunden einfach mal Zeit zu verbringen. Ich bin damals in eine WG gezogen. Mit Studenten zusammen, also die waren eigentlich auch einen ganzen Tag noch unterwegs und haben eher so das chillige Leben. Das war sehr interessant, das einfach nochmal aus dem beruflichen Prozess heraus nochmal so zu erleben. Auf jeden Fall eine Erfahrung, die möchte ich nicht missen. Und auf dem Zeltplatz, ja, das ist natürlich, man denkt auch, die Leute sind in der Natur und man hat eigentlich das Meer unmittelbar 50, 60 Meter vor sich, sternklare Nächte und warm. Und was konnte man beobachten? Die Leute saßen Punkt 8 im Bungalow. Und dann hat man wieder gesehen, ja, der Fernseher und die ganze Familie starrt drauf. Und wir sind da vorbeigelaufen und haben uns gefragt, wozu fahre ich eigentlich hierher, ja, wenn ich mich dann doch wieder vor die Glotze setze. Und wir saßen bis 6 Uhr morgens am Strand, haben Lagerfeuer gemacht. Die Sonne ist wieder aufgegangen, ja. Ja. Gitarre mit dabei. Freunde dabei gewesen. Ja. War richtig schön und wir waren die Einzigen am ganzen Strand. Ja. Die Einzigen. Also zumindest dann früh um 6. Bis 4 Uhr haben dann auch noch andere wohl ausgehalten, aber dann merkt man auch, es wird dann auch immer weniger. Aber dafür ist man ja eigentlich da, sowas mal zu genießen. Ja? Wenn das Wetter mitspielt, dann sollte man das auch eigentlich machen. Und man geht erholter aus dem Tag. Also wir haben ja auch bloß ein paar Stunden dann eigentlich geschlafen und du hast sofort wieder Lust, wow, ja, die Sonne scheint, der Tag bringt was, raus, spazieren gehen. Das ist schon ein besonderes Erlebnis, wenn man es einfach mal sieht, man ist auf dem Campingplatz und dann fahren die Leute mit ihrem VW-Transporter rein, klappen das Dach oben auf, das nächste, was kommt, Satellitenschutz wird oben hingeschraubt und wenn die Kabel verlegt und so weiter, dass sie Fernsehen schauen können und verziehen sich in ihrem Wohnwagen und schauen Fußball oder so. Ja? Mhm. Das kann ich ja zu Hause auch machen. Ja. Ja, dann stehen die mit dem Wohnwagen oder mit dem VW-Bus oder wie auch immer, stehen die da dort und wirklich, ob das in den Bungalows, die da waren oder die ganzen Wohnmobile, Wohnwägen, wir sind dann abends runtergegangen Richtung Strand und wirklich, die haben noch kurz gegrillt und so und dann ab vom Flachbild. Ja? Das ist überall die Glotze gelaufen. Da ist fast niemand draußen gesessen. Und früher war das noch mehr so die Art und Weise, man ist abends rausgegangen, man hat irgendwie draußen was unternommen. Inzwischen habe ich so den Eindruck, dass der Mensch so mehr als Höhlenmensch jetzt erzählt. Er verzieht sich in seine Höhle, er hat immer weniger Kontakt zur Natur. Und das, was du vorhin erwähnt hast, war auch sehr interessant. Einfach mal, wenn man sagt, okay, man ist unzufrieden in seinem Job. Man möchte irgendwie was anderes machen. Man sagt, das ist nicht alles. So wie du jetzt zum Beispiel eine Auszeit genommen hast, mal ein ganzes Jahr, einfach mal, um zu dir zu finden, einfach mal zum Gucken, hey, was will ich überhaupt? Ich will jetzt einfach mal gar nichts machen. Ja. Und einfach mal nur sein und dann schauen wir weiter. Mhm. Da ist halt das eigentlich
perfekt dafür. Einfach in der Wildnis zu sich selbst mal finden. Einfach mal aus dem Alltag komplett raus. Mhm. Doch dieses Jahr ist auch wirklich so designt, dass man mehr und mehr zu sich kommt, weil ganz bewusst der ganze Komfort weggelassen wird. Ich meine, die Leute, wie du sagst, die kommen zwar dann auf den Campingplatz oder gehen irgendwo in die Natur, aber quasi der ganze Komfort wird importiert. Es wird alles wieder dort aufgebaut und letzten Endes ist es fast wie zu Hause, nur dass jetzt drei Bäume noch nebendran stehen. Ich glaube, es ist einfach mal gut, Sachen mal wegzulassen. Wie du sagst, lass mal Fernseher weg, lass mal die Technik weg, lass mal die Bücher zu Hause, lass mal deinen Lieblingstee zu Hause. Einfach mal die ganzen Sachen, die man sonst immer hat, mal eine neue Erfahrung zu erleben. Deswegen gehen auch immer mehr Menschen jetzt reisen, um tatsächlich neue Erfahrungen zu machen. Und das ist schön. Ja. Auf was ich noch gern eingehen würde, ist das Thema Matrix und Technik und diese Dinge und System. Weil ich grundsätzlich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass das alles nicht schlecht ist, was da draußen passiert. Das heißt, ich sehe gar keinen Feind mehr in unserem System oder in irgendwelchen, sag jetzt mal, im Staat, so wie das oft in vielen alternativen Szenen mittlerweile gelebt wird, sondern sehe lediglich, dass einfach eine Komponente fehlt, diese Natürlichkeit. Ich sehe es zum Beispiel, neulich hatten wir eine Schulklasse da, 14-Jährige. Und da war ein Mädchen dabei, die sagt, ohne Smartphone geht gar nicht. Sie hat gleich gesagt, ich bin handysüchtig, ohne geht nicht. Mhm. Montag kommen sie, Freitag gehen sie, Montag wird das Smartphone abgegeben, nur eine Stunde am Tag. Mhm. Am Montag hat sie es noch genutzt, Dienstag auch. Und am Mittwoch standen wir beim Bogenschießen. Und auf einmal fällt ihr ein, Mensch, jetzt hätte ich doch heute mein Smartphone holen können. Jetzt habe ich es aber total vergessen. Soll ich es noch holen? Nee, weißt du was, ich glaube, ich hole es nicht mehr. Und werde es morgen auch nicht machen. Und jetzt auf einmal so genossen, auch mal ohne sein zu können, weil wir haben dann Bogenschießen gemacht, wir haben Holzschalen gebrannt, wir sind barfuß und blind gelaufen. Einfach mal wieder so Basics. Und ich finde, es geht darum, in die Natur zu gehen und wirklich mal wieder zu erkennen, hey, was ist natürlich? Was riecht natürlich? Was fühlt sich natürlich an? Mal die Dinge wieder in die Hand zu nehmen, zu schnitzen, was zu kreieren. Ja. Und das wird den Menschen verändern. Das beobachte ich durch und durch, so habe ich es auch erlebt. Und diese Veränderung, wenn man wieder versteht, was Natürlichkeit ist, die nehmen wir dann mit in dieses System, in unsere Firma. Und diese ganzen Produkte, die wir dann kreieren, werden diesen Geist der Natur in sich tragen. Und ich glaube, es geht nicht darum, wegzugehen vom System, sondern sogar was hinzuzubringen, das es bereichert, sodass dieses System und die Technik und alles, was wir Schönes hervorgebracht haben, so natürlich wird, dass es den Planeten wieder bereichert, statt kaputt zu machen. Weil dann macht es wieder Spaß, Auto zu fahren. Stell dir vor, wir haben irgendwann Autos, die Luft reinigen. Boah, geil, ich will Auto fahren, mach die Luft sauber. Hey, wir können zum Mond fliegen, dann werden wir das auch noch hinkriegen. Ich denke auch, dass grundsätzlich die Technik ja nichts Schlechtes ist. Man sagt ja von vielen, du hast es ja auch angesprochen, klar, es ist schon, man sieht, sie sind sehr involviert in der Technik. Aber ich glaube, es kommt auch eine Zeit, die wir noch gar nicht so richtig überblicken, wenn die jungen Menschen erkennen, wie genial aber sie dadurch schon vernetzt sind und wie sie auf eine natürliche Art und Weise das eigentlich schon komplett machen, die Kommunikation. Das können wir jetzt vielleicht nicht unbedingt, sage ich mal, immer positiv oder negativ sehen. Aber wenn die das erkennen, ja, weil wir sprechen ja auch ständig von Vernetzung, die sind es schon. Wenn die das erkennen, denke ich schon, dass daraus auch noch eine sehr große Bewegung kommen wird. Und die wird viel, viel schneller ablaufen, als, sage ich mal, dass unsere Generation oder die Generation davor, ja, da musstest du noch Flugblätter verteilen, um die Leute auf eine Demo zu rufen und. Das geht heute in Bruchteilen von Sekunden. Und das ist auch ein Riesenvorteil. Oder kann zum Riesenvorteil werden. Und so kann man das natürlich auch positiv sehen, die Technik zu nutzen. Es steht einem selbst frei, möchte ich es nutzen, möchte ich es nicht nutzen. Ja. Möchte ich mich von meinem eigenen Ich, von meinen inneren Themen, die nicht gelöst wurden, irgendwie ablenken. Mhm. Ob ich jetzt seit dem ganzen Tag die Bude voll sitzen habe mit irgendwelchen Freunden, die mich ständig von allem Möglichen, was mich selbst anbelangt, ablenken. Ja? Oder ob ich einfach mal mir die Auszeit nehmen möchte, zu mir selbst zu finden. Mhm. Und es ist auch mal einfach eine schöne Erfahrung. Jeder kennt es, okay, heute ist Wochenende, heute mache ich mal den ganzen Tag gar nichts und bleib einfach im Bett liegen. Mhm. Am besten Frühstück im Bett und so weiter. Und lass es einfach mal gut sein. Einfach dieses Nichts tun einfach einmal. Ja? Mhm. Das gibt es eigentlich immer weniger eigentlich. Ja? Weil auch wenn man nichts tut, dann hat man schon wieder ein Handy in der Hand. Man hat ein Buch in der Hand. Aber einfach mal in den Wald gehen, sich irgendwo hinsetzen und einfach nur in die Natur starren oder die Natur beobachten. Mhm. Ich war als Jugendlicher zum Beispiel bei den Pfadfinder. Mhm. Das Schönste für mich war, raus in die Natur
und am besten kein Zelt mitnehmen, sondern einfach nur einen Schlafsack neben das Lagerfeuer hin und gut sein lassen. Was macht man? Man unterhält sich über irgendwas, schaut die Sterne an, hört den Bach irgendwie rauschen und plätschern. Und wenn man sich hinlegt zum Schlafen, diesen Genuss in der Früh, wie man aufsteht, ja, total frisch, total entspannt. Und dann soll man einfach jeder mal beobachten, wie er zu Hause in der Früh aufsteht. Ja? Das Schlafzimmer ist ja bei vielen Menschen mit Informationen überfrachtet. Ob das irgendwelche Bilder sind, ob das irgendwelche Skulpturen sind, Bücher, Literatur ohne Ende. Manche haben das richtig zugeballert mit Literatur. Das sind alles Informationen. Und die nimmt natürlich dein Feinstoffkörper wahr. Und die wirken in der Nacht auf deine Emotionen ein. Und die beschäftigen dich. Das heißt, du kommst da auch nicht in die Entspannungsphase. Du kommst erst in die Entspannungsphase, wenn du in der Natur draußen bist. Ganz wenige haben das einfach erkannt, dass man den Schlafraum zu Hause so gestalten muss, dass am besten nur das Bett drin steht, mehr nicht. Ja, nur ein Bett, und da ist es wichtig, das Bett aus Naturmaterial, ja, und am besten keine Metalle mit dabei. Kein Strom, ja, keine Strahlung durch irgendwas, ob es vom Nachbarn ist, das WLAN ist oder das Tech-Telefon oder der Sendemast gegenüber. All diese Sachen sollten nicht da sein. Ja. Und wenn man das dann mal ausprobiert, oder ganz alte Gebäude, irgendwelche alte Kloster und so weiter, die wurden nach bestimmten Prinzipien gebaut, in Verbindung auch mit der Natur. Die hatten damals dieses Wissen noch. Wenn man in so alten Gebäuden schläft, da steht man teilweise in der Früh auf und man sagt, wow, energiegeladen, ja, voller Tatendrang. Was man erlebt in unseren heute modernen Wohnungen oder Schlafzimmern, wenn man in der Früh aufsteht, oh nee, Wecker, ich habe gar keine Lust aufzustehen, was irgendwas machen, nee, ich will nur noch liegen bleiben, ich will nichts hören, nichts sehen. Man ist gerädert, man ist fertig, man kriecht regelrecht aus dem Bett raus und schmeißt nicht die Decke rüber und sagt, ja, ab in den Tag. Ja. Und ich denke mal, wie war das eigentlich für dich? Einfach ein Jahr in der Natur draußen, wie man da früh aufsteht. Viele sagen, ja, ich brauche unbedingt meine Komfortmatratze und so weiter, weil sonst tut mir ja alles weh, wenn ich auf dem harten Boden schlafe. Habt ihr irgendwelche Luftmatratzen und irgendwas dabei gehabt? Aber wie war denn das eigentlich? Wie können sich das unsere Zuschauer einfach vorstellen? Wie schaut das aus? Ja. Wie ist das Jahr in der Wildnis? Müssen sie selber auf die Jagd gehen? Oder Bären sammeln? Oder was macht ihr da genau? Wie schaut denn das aus? Also zum Schlafen, wir hatten Schlafsäcke, aber keine Matratzen, keine. Das Einzige, was wir dann gemacht haben, wir haben von Tannen Zweige abgebrochen und haben die in die Erde gestochen. Und dann gibt es wie so eine federnde Matratze. Das heißt, du kannst dir das selber bauen. Das ist ziemlich genial. Wenn man ein bisschen Ahnung hat in der Natur, kannst du eigentlich so ziemlich alles ersetzen. Es hat nur ein bisschen mehr Aufwand, man braucht ein bisschen mehr Zeit, aber das geht. Ja. Außerdem riechen diese Tannenzweige gut und sind desinfizierend. Also in der Natur ist oft vieles mit zwei-, dreifach Bedeutung. Und ja, bei uns war es so, wir sind mit dem ersten Licht morgens aufgestanden. Und das ist im Sommer einfach schon so zwischen 4 und 5. Das wusste ich zum Glück nicht. Wir hatten keine Uhren, weil es hätte mich noch mehr fertig gemacht, wenn ich die Uhrzeit alles gewusst hätte. Und ich war am Anfang, ich war wie vergiftet. Ich konnte nicht mehr. Weil wir hatten auch insgesamt weniger zu essen, weniger Schlaf. Und es war einfach heftig. Das war zu viel für mich. Aber dann mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und ich merke, das frühe Aufstehen, gerade so mit dem ersten Licht, das ist so eine besondere Zeit. Ich merke, mein ganzer Tag ist anders. Ich habe wesentlich mehr Energie. Ich kann viel mehr umsetzen. Ich habe mehr Inspiration. Und ja, das ist einfach ein Stück weit mehr Lebensqualität. Und ansonsten, die Eckdaten von dem Jahr sind noch, wir haben am Anfang Nahrungslieferungen bekommen. Bofrost. Ja, nee, wir hatten kein Gefrierfach. Das wäre nicht gegangen. Ich stelle mir das schon vor, du bist mitten in der Wildnis, ja, sitzt da so im Wald drinnen, ja, dann kommt der Bofrost vorbei, bringt die Pizza und legst du noch aufs Feuer. Ne? Nee, so war das nicht. Ich meine, da kam dann irgendwo 2 Kilometer vom Camp entfernt, kam ein Auto, das waren die Guides von dem Programm. Die haben dann das ganze Zeug hingelegt, also Früchte und Fleisch und Gemüse, alles Mögliche. Das haben wir aber dann im Laufe der Zeit reduziert und immer mehr selbst gejagt und gesammelt. Gejagt, wie sieht das aus? Wir haben nicht mit Pfeil und Bogen gejagt, wir haben Fallen gestellt, wir waren Fischen, Insekten, Ameisen, Blätter, Beeren, alles, was man sonst noch so findet. Und
Als Nahrungslieferung haben wir Roadkills gekriegt. Also das heißt, irgendwelche Hirsche, die überfahren wurden, die werden direkt zur Wildnisschule geliefert und die kriegst du dann, aber du hast dann dieses ganze Tier da. Ist nicht so bequem wie im Supermarkt, wo du dein Päckchen, das perfekte Filet rausziehst, sondern du nimmst diesen Hirsch, jetzt brauchst du erstmal 4 Leute und bindest es an einen Baum dran und trägst es erstmal zu viert, diesen 70 Kilo Hirsch ins Camp, 2 Kilometer. Und danach geht es darum, den zu häuten, auszunehmen. Und dann merkt man auf einmal, oh, ist ja überall blutig, die Fliegen kommen, das ist alles unbequemer. Das heißt, du wirst Teil des ganzen Prozesses. Auch die ersten Tiere, die ich gejagt habe, wie Frösche oder Eichhörnchen. Du wirst Teil des Prozesses. Du jagst selbst, du nimmst es selbst aus. Wenn du willst, gerbst du die Haut auch noch, die Knochen benutzt du noch für irgendwas. Du isst alles davon, es wird nichts weggeschmissen. Weil es wird dir auf einmal heilig. Es hat richtig Energie gekostet, das zu bekommen, und dann schmeißt du auch nichts weg. Und das ist der entscheidende Unterschied. Wir merken heute gar nicht mehr, wie viel Energie es eigentlich kostet, Nahrung irgendwie zu produzieren. Und durch das, dass wir es einfach nur wegnehmen, oh ja, isst man ein bisschen was, wird wieder was weggeschmissen. Ich glaube, bis zu 40% in Deutschland der Nahrungsmittel werden weggeworfen. Und das ist schon heftig, wenn man sich das mal überlegt. Und das machst du einfach nicht, wenn du draußen lebst, weil du weißt es zu schätzen. Du weißt, was es gekostet hat und du kümmerst dich darum, das wirklich gut zu verstauen oder nur so viel zu nehmen, wie du tatsächlich brauchst. Weil es ist ja immer wieder Energie, die du aufwenden musst, um es zu bekommen. Ne? Man hat auch mal eingeführt, eigentlich das Tischgebet. Und das Tischgebet hat man eigentlich nur aus einem bestimmten Grund eingeführt, um in Resonanz zu gehen mit der Nahrung, um dafür zu danken und so weiter. Ja? Die Nahrung zu segnen. Ja, so in der Richtung kann man sich das vorstellen. Es ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Ritual. Du baust praktisch zur Nahrung ganz andere Bezug auf, ja, zur Natur und so weiter. Und was in unserer Gesellschaft einfach zu kurz kommt, was die meisten nicht wissen, es geht nicht darum, nur seinen physischen Körper zu nähren. Ja, dass man irgendwas in sich reinstopft, sondern man besteht nicht nur aus einem physischen Körper, sondern man hat auch einen Feinstoffkörper. Manche behaupten, das sind dann irgendwelche, weiß ich, Chakrenfelder oder sonstiges. Oder Aura, wie man es so schön nennt. Ich nenne es einfach das Schwingungsfeld, was um den Körper außenrum ist. Weil die Atome, die kommen ja auch irgendwie zusammen, die haben ja auch ein Schwingungsfeld, ein Anziehungsfeld. Bei Magneten kann ich es sichtbar machen mit Eisenspänen, dieses Anziehungsfeld. Aber es gibt noch ganz andere Felder, ja. Und da ist einfach wichtig auch, dass man einfach den feinstofflichen Körper nährt. Weil wenn man das nicht macht, kommt man dahin, was in der heutigen Gesellschaft gang und gäbe ist, Streit. Man versucht, andere Menschen fertig zu machen, zu beleidigen, irgendwie runterzuziehen auf irgendeine Art und Weise. Jeder hat das vielleicht schon mal erlebt. Ich mache irgendeinen Menschen nieder, beleidige ihn, wie auch immer. Der eine ist ganz weit unten. Ja, das merkt man auch. Er ist down, wie man so schön sagt. Und der andere, der wird immer größer. Man sieht es förmlich, wie er größer wird. Das ist praktisch dieser Energieerhaltungssatz. Energie geht nicht verloren, die wird nur verteilt und verschoben. Deshalb, wenn man eine Krankheit hat, dann wird Energie im Körper auch nur verschoben. Von einem Organ abgezogen, zum anderen hin, zum Reparieren, wie auch immer. Ja? Da ist dasselbe. Und das finde ich auch ein sehr interessanter Ansatz, einfach das mal zum Erleben. Mehr Bezug zur Nahrung. Auch, das können wir auch noch weitermachen. Manche sagen, ja, Fleisch ist nichts. Ja? Das ist nicht gut. Okay, dann gibt es andere Möglichkeiten. Aber auch einfach mal zum Erleben. Wenn man mehr Bezug hat zum Fleisch, dann ist auch wieder ganz was anderes. Dann hat es wieder ganz andere Wertigkeit. Mhm. Ja, die Indianer, die hatten ja damals auch ein extrem hohes Wissen. Die waren aber auch auf der Jagd. Mhm. Also ich denke mal, die wussten auch irgendwie, dass noch mehr dahinter steckt. Nur so, wie es in der heutigen Zeit einfach läuft, die Tiere unter Stress zu setzen, dass noch richtig Angsthormone ins Fleisch reingeht, dass der Geschmack da ist vom Fleisch. Und man weiß ja, diese ganzen Emotionen, ist ja nichts anderes wie Emotionen, die der Mensch auch erzeugt. Wenn ich so eine Nahrung zu mir nehme, dann nehme ich ja Angstnahrung zu mir. Ich produziere ja selbst Angst, ohne dass ich es mitbekomme. Was passiert in unserer heutigen Gesellschaft? Sie wird nur über die Angst gesteuert. Ja? Angst, kein Fernseher zu haben in der Wildnis oder was auch immer. Ja. Mich würde ja eigentlich noch mal interessieren, wie das dann eigentlich, sage ich mal, im Rückblick wieder war. Sagen wir mal nach dem Jahr. Ich kann mir ja vorstellen, dass man dann einen unfassbaren Rhythmus, Biorhythmus ja auch für sich selbst entwickelt. Und jetzt kommt man wieder in die moderne, zivilisierte Welt und ist natürlich sofort erschlagen von Informationen,
von Dingen, die plötzlich wieder ein auf einen zukommen oder wo man sich plötzlich wieder gefühlt, jetzt das und das muss ich jetzt machen, weil sonst kriege ich das und das nicht. Mhm. Wie hat sich das für dich denn eigentlich dann entwickelt oder wie hat sich das angefühlt eigentlich so die ersten Tage? Bei mir war es sehr gut, weil ich von Anfang an gleich gewusst habe, wie es bei mir weitergeht. Und generell, egal ob ich in der Natur lebe oder in unserer Gesellschaft oder sonst wo, ich denke, wenn man eine klare Linie hat, ganz genau weiß, wo es hingeht im Leben, kann man darauf hinarbeiten, dann spielt es keine so große Rolle mehr, mit was man sich beschäftigen muss. Weil in der Natur zu leben ist auch kein Tralala. Du musst auch immer gucken, wo kriegst du was zu essen, Schlafplatz, Wetterbedingungen, alles Dinge, die wir jetzt nicht mehr haben in unserer Gesellschaft oder größtenteils nicht mehr. Wir haben dafür irgendwelche Steuern und irgendwelche anderen Sachen. Ist einfach nur, Survival wurde nur auf eine andere Ebene verschoben. Mhm. Und egal, wo ich mich bewege, merke ich, wenn ich träge bin, wenn ich keine Lust habe zu leben, wenn ich morgens, oh, schon wieder so ein Tag und ah, das ist für mich die fehlende Lebensqualität. Mhm. Wenn ich aber Lust habe, wenn Leben für mich Sinn macht, irgendein Projekt habe oder irgendwas, wo ich sage, hey, das setze ich um, ich nehme teil, ich werde zum Schöpfer. Ich bin mehr als nur Tier. Wir Menschen können Dinge kreieren, wir können was kombinieren, wir können neue Dinge bauen. Wenn ich Lust habe, teilzunehmen, ob in der Natur oder mitten in unserer Zivilisation, dann macht Leben wieder Spaß, aus meiner Sicht. Und dann beschäftige ich mich auch mit all den Dingen, die dazugehören. Wenn ich ein großes Projekt habe und sehe Sinn darin, das mich erfüllt und auch anderen Leuten wieder was bringt, dann mache ich auch sogar die Steuer mit Freude. Weil ich weiß, es ist Teil des Ganzen. Und wenn mein Leben so ein getrenntes Etwas wird und nur meine Freizeit macht mir Spaß, arbeiten gehe ich halt, weil ich muss. Mhm. Und Steuern macht mir gleich gar keinen Spaß. Und oh, da ist noch diese Erledigung. Dann wird Leben so anstrengend, weil diese Trennung stattfindet. Und an dem Punkt, wo Arbeit und Freizeit, wo es da keinen Unterschied mehr gibt, wenn das wieder eins wird, dann spreche ich wieder von Leben und nicht von Überleben. Das geht ja vielen so, sage ich mal, und auch selbst uns immer noch erlebt man das immer mal wieder, ja, dass man einfach genau diese Getrenntheit dann plötzlich wieder auch merkt, ja, wo Widerstände wieder aufkommen. Ja, vielleicht sollte man das Ganze einfach auch immer mal wieder wiederholen oder wie empfiehlst du das, diesen Rhythmus beizubehalten? Lohnt sich das, das mehrfach zu machen oder sollte man vielleicht im Nachgang einfach dann sagen, okay, Yoga oder irgendwas in der Richtung, um weiterzumachen, um den Anschluss nicht zu verlieren? Aha. Ich denke, es gibt unzählige Wege, wie man einfach immer wieder zu sich finden kann. Ich persönlich bevorzuge Einfachheit. Für mich ist abends spazieren gehen, eine Stunde lang. Einfach nur in die Natur rausgehen, ist für mich Heilung. Egal, was war an diesem Tag, egal, ob ich mal verwirrt war, ob emotional was war, abends eine Stunde spazieren, die Welt ist wieder in Ordnung. Ja. Eine kleine Danksagung vom Essen oder manchmal morgens beim Aufstehen, so wow, noch ein Tag. Boah, vielen Dank. Ich habe zwei gesunde Hände. Super, nimm mich. Lass mich was umsetzen. Dankeschön, dass ich existiere. Schön, dass es mich gibt. Ja, genau. Diese Einfachheit, glaube ich, bringt uns wieder dahin, dass wir auch voll teilnehmen und nicht mit zu viel Hokuspokus irgendwohin abheben. Ja, das denke ich auch. Weil du strotzt vor Energie. Also mich würde schon interessieren, was sind deine nächsten Pläne? Noch so eine verrückten Sachen im Petto? Ja, schön, dass du es ansprichst. Und zwar wünsche ich mir diesen Geist der Natur einfach mobil zu machen. Ich habe ja auch in der Wildnisschule gelernt und speziell dort, wo es aus meiner Sicht mit am meisten gebraucht wird, nämlich in Firmen. Und zwar haben wir die Wildnisschule To Go gegründet und dort haben wir jetzt ein Konzept und bieten Kinderferienkurse an. Das heißt, wir gehen zu großen Firmen mit ein paar hundert oder ein paar tausend Mitarbeitern, schlagen auf ihrem Gelände ein schönes Camp auf und die Eltern bringen morgens die Kinder dorthin, gehen in die Arbeit und holen sie am Nachmittag ab. Das heißt, den Kindern macht Spaß, uns macht Spaß als Team, die Eltern haben was davon und die Firma. Und ich meine, ich stelle immer wieder fest, wenn die Eltern kommen, die sagen dann, eigentlich würde ich gern bei euch bleiben. Ja, ja. Und mittendrin, nicht irgendwo, wo es eh nur die Leute erreicht, die eh schon natürlich sind, sondern am besten mitten in den Städten. Und das wollen wir umsetzen, diesen Geist dort reinbringen und Menschen dazu einladen, einfach wieder zu ihrer inneren Natürlichkeit zu finden. Super, da wünsche ich dir natürlich sehr viel Erfolg, dass das gut anläuft. Also ich denke, das ist auch wieder eine tolle Geschichte für viele Menschen. Arbeit, Kinder und alles dann auf einem Fleck ist ja großartig. Ne? Das ist eine gute Kombination. Mir ist noch eine tolle Sache dazu eingefallen. Möchte ich gerne noch loswerden. Und zwar, hast du Erfahrungen schon gemacht im therapeutischen Bereich? Einfach die Leute, die Depressionen haben, die schwere Krankheiten haben, die Krebs haben, die sonst irgendetwas haben, irgendwelche, keine Ahnung, Lungenprobleme durch irgendwelche Ängste, Sorgen und so weiter. Hast du solche Leute eigentlich schon mal auf so einem
Jahrestrip einfach mal begleitet? Waren da auch solche Leute dabei? Hast du irgendwelche Erlebnisse dazu gehabt? Das Jahr, das ich gemacht habe, würde sagen, wir waren alles solche Leute. Nahezu jeder. Als ich von dem Jahr zurückkam, habe ich eine Freundin getroffen und hat sie so rumgedrückt, als ich gefragt habe, was hast du denn so erlebt? Und irgendwann hat sie mir dann erzählt, ja, sie war jetzt beim Therapeuten. Sag ich, ja, willkommen im Club. Ich komme auch gerade aus der Therapie. Und ich glaube, dass jeder Mensch eine gewisse Form von Therapie braucht. Nur definiere ich Therapie einfach anders. Dass man wirklich wieder das findet, was bin ich eigentlich wirklich. Wir haben so viele Konzepte, denen ich entsprechen muss. Ich muss ein guter Ehemann sein, ich muss ein guter Arbeiter sein, ich muss die und die Ernährung haben, ich muss ein guter Sohn sein. Ich muss so viele Identifikationen, wenn man von denen mal wieder ein bisschen Abstand nimmt. Das sind alles diese Masken. Wirklich, wenn man wieder rausfindet, wer bin ich eigentlich? Ja. Diese natürliche Person. Ich denke, da passiert schon so viel Heilung, so viel Therapie. Und ich sage immer, der größte Therapeut ist eigentlich die Natur selbst. Was ich nämlich mache, ich bin in dem Sinn kein Therapeut, aber ich kreiere Räume, wo Menschen sich selbst erfahren können. Ja. Alles, was danach kommt, das ist dann nicht mehr mein Bereich. Da muss jeder selbst durch die Tür durchgehen. Ne? Sehr schön. So, liebe Zuschauer, für jeden, der diese heilende Kraft der Natur einfach mal erleben möchte, der kann sich gerne an den Alexandros wenden. Die Kontaktdaten und so weiter blenden wir ein. Für diejenigen, die nur ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben, einfach zum sagen, ich möchte einfach mal ein Jahr in diese Wildnis einfach mal mitmachen, das Ganze zu erleben, diejenigen empfehlen wir hier dieses Buch, die Wildnisfamilie. Da steht nochmal alles beschrieben, ist auch gut geschildert, was man da so alles erleben kann, wie man das Ganze betrachten kann und so weiter. Blenden wir natürlich auch nochmal ein für euch. Ja, und ich bedanke mich bei euch und bei unseren Zuschauern bedanke ich mich auch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.